wenn wir durch den Supermarkt laufen und in die Lebensmittelregale schauen und einfach mal die Ingredienzien der Lebensmittel lesen, dann muss ich sagen, viele sind keine Lebensmittel, sondern Chemiecocktails. Pflanzliche Adaptogene sind Stoffe, die den Körper gegen chemische, physische, psychische Eigenschaften stärken und die aber auch keine Nebenwirkungen haben. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang der sogenannte Zustand des erhöhten unspezifischen Widerstandes. Also das heißt, ich kann den Körper stärken, nicht gegen Bakterien oder nur gegen Viren, sondern wirklich gegen äußere Einflüsse. Ich sage jetzt einfach mal, fast egal, welcher Art die sind. Man muss bei manchen Adaptogenen leider sagen, man hat in Deutschland ein Problem, wenn man die verarbeiten will, wenn man nicht nachweisen kann, also zumindest in Nahrungsergänzung, wenn man keine Arzneimittelanmeldung machen kann oder will, muss man nachweisen, dass die schon vor 1975 im europäischen Raum der EU verzehrt wurden. Und das ist eben wie zum Beispiel mit der Schisandra, was ja eine asiatische Pflanze ist, nicht so ganz einfach möglich. Ja, Adaptogene als Heilmittel wurden natürlich in der TCM schon lange eingesetzt, aber was mir ganz wichtig ist, auch in der alten europäischen Volksheilkunde. Wenn Sie bei der Hildegard von Bingen stöbern, finden Sie sie. Die Russen haben ihren Raumfahrern, genauso wie Elitesportlern oder Elitekämpfern, schon sehr lange Rhodiola rosea zur Verfügung gestellt. Von den Russen wurden viele Studien durchgeführt mit Menschen zum Beispiel, die Nachtschicht oder außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt waren. Und dort waren die Rhodiola-Gruppen immer wesentlich besser. Zum Beispiel hyperaktive Kinder, die also, ja, ich sage jetzt auch mal, mit der chemischen Droge schon vollgepumpt wurden, also Ritalin und Mediconit, dass die sich ausschleichen können. Es ist ein natürliches Mittel gegen Depression, Angstgefühl, Einschlafstörung, verringert die Schmerzempfindlichkeit. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Geschichte. Viele Menschen zum Beispiel mit Fibromyalgie und sowas. Erfahrungsberichte liegen uns also in diesen Bereichen wirklich mittlerweile schon nach so kurzer Zeit massiv vor.